Herzlich willkommen zurück in Minecraft, diesmal in Folge 181. Ja, wir haben noch ein paar Aufräumarbeiten zu machen und wir müssen das Ganze hier noch ein wenig verdunkeln. Wir haben also in dieser Folge noch etwas zu tun. Und in der letzten Folge habe ich euch bereits gefragt, was ihr euch für Folge 200 wünscht. Jetzt habe ich mal kurz, einfach mal kurz auf meine Homepage geguckt, also www.lomdomsilver.de. Und da ist schon der Erste, der geschrieben hat. Und zwar ist das der Cedric Elsius, der da schrob, macht doch eine Reise nach Neugedungen. Darunter versteht man eine Reise 10 Kilometer vom Höhepunkt, Alter, vom Homepunkt entfernt ist und man muss von dort versuchen, wieder zurückzukommen. In Klammern, du teleportierst dich dorthin x durch 10.000 Blöcke, kein Plan, und läufst und erkundest auf deinem Rückweg. Also mit dem keinen Plan, das kommt öfters vor. Ja, mit Endertruhen am besten. Klingt auf jeden Fall lustig, interessant. Sollte ich vielleicht doch durch den Nether gehen. Also ich glaube, Nether wird auch für die Folge 200 doch interessant werden. Wenn ihr auch Vorschläge habt, was wir in Folge 200 machen können, dann schreibt es doch mal hier unten in die Kommentare oder klickt hier unten auf den Link. Da kommt ihr zu meiner Homepage, da ist die aktuelle Umfrage, die habe ich auf einer Unterseite gemacht, damit ich auch wirklich dann da keinen unnötigen Besuch bekomme. Denn es geht ja hier um Minecraft und um euch. Ich schaue euch jetzt gerade gezielt in die Augen. Um euch. Um dich, um dich, um dich, um dich. Ja? Und ein bisschen um mich. Aber eigentlich um uns. Also im Prinzip. Okay. Lirum Larum. Wir haben hier in der letzten Folge das Wasser angemacht. Jetzt wollte ich gucken, dass ich hier wieder ein bisschen... So. Ein bisschen aufräume mit euch. Wollte nochmal erwähnt haben. Vielen Dank erstmal übrigens an Cedric Elsius für deinen lieben Kommentar. Dafür, dass du auch mitgemacht hast. Dafür kriegst du von mir 100 Gummipunkte. Na, du bist ja schon namentlich hier mal erwähnt, das finde ich auch ganz witzig. Ich meine, hat jetzt nicht so einen hohen Stellenwert, gebe ich zu, aber ich finde es trotzdem schön, wenn man halt Leute, die mitmachen, dann auch mal erwähnt und sagt, hier, hör mal, der und der hat mitgemacht, finde ich cool. Also ich fühle mich immer geehrt, wenn mich Leute in einem anderen Let's Play erwähnen. Weiß ich nicht, finde ich immer ganz interessant, weil... Man schnackselt so ein bisschen im Vorfeld auch über gewisse Sachen. Man tauscht sich aus. Hör mal hier, Minecraft so, weil hast du es gemacht? Wie löst du das Problem? Ich will das und das bauen und hier. Und dann erwähnt das einer plötzlich, dass man sich darüber unterhalten hat. Das finde ich unheimlich toll. Macht Spaß, muss ich sagen. Also, da habe ich auf jeden Fall einige, mit denen ich so gerne schreibe. Und finde es immer schön, wenn ich dann auch mal erwähnt werde. Wupp, die haben wir noch mitbekommen. Wunderbar. Ist kein Muss, also ich verlange das auch nicht. Aber ich finde es halt immer nett, es ist so, wir haben mal alle ein gemeinsames Hobby, das finde ich richtig geil. Dieses Hobby, das ist so exzessiv, das kennt man ja alle. Jeder, der mal so hier Minecraft oder Let's Plays grundsätzlich aufnimmt, der weiß, dass das jetzt nicht mal eben schnell hingerotzt ist, sondern das gehört schon etwas mehr Know-how dazu. Und dieses Know-how kriegt man auch oft teilweise, muss ich sagen, durch, ich möchte das Wort Community eigentlich gar nicht sagen. Wo ist es hier so hell? Naja. Ist hier unten noch eine Lampe? Nö. Aber die muss ich noch haben. Aber die werde ich... Die, da scheiße ich jetzt drauf auf die. Was ist das für eine Musik? Warte mal. Dead Space Soundtrack. Okay. Gut. Wow, ich bin schon wieder raus. So. Wollte ich jetzt gesagt haben, man kriegt halt viele Tipps auch von der Community. Man kann sich natürlich lesen, aber man hat irgendwie oft das Problem, dass man... die Spitzhacke kaputt geht und man sich fragt, wie baue ich eine neue zum Beispiel. Genau. Also wenn man das fragt, dann sollte man echt nur Minecraft noch mal in Ruhe für sich spielen. Da brummt gerade dann mein Smartphone. War ich jetzt dran? Ach so, genau. Und viele Dinge findet man in gewissen Foren halt nicht. Und das ist halt auch mal schön, wenn man sich dann auch mal austauscht. Also der Runner und ich, wir unterhalten uns recht oft über Minecraft. Manchmal für unsere Ladies auch zu oft. Aber... Ja, was willst du machen? Ne? Ist ja ein Hobby. Ein Hobby muss man ja auch ausleben, exzessiv. Jetzt bin ich gerade mal meinem Bart im Mikro hängen geblieben. Verdammt, was ist für ein Tag heute hier? Naja. Hallo? Achso, ich wollte schon sagen, nimm die Fackel mit. Nehmen Sie mit. Hallo? Ach Gott, ey. Naja. So, langsam wird es doch ein bisschen düster hier. Müsst ihr euch mal kurz Katzenaugen anschaffen. Da ist noch eine. Da kommt schon die erste Fledermäuschen. Habe ich die? Ja, die habe ich. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Geil wäre natürlich auch. Geil, voll geil in so. Wenn wir hier natürlich auch noch ein Guckloch machen würden. Das wäre auch cool, dass wir das dann überprüfen können. Das habe ich in der Testaufnahme nämlich auch festgestellt. Ist ein bisschen unschön, wenn wir das nicht haben. Deswegen würde ich mal gerade vorschlagen, machen wir uns hier noch ein Guckloch.
aber mach nur 3 Höhe. Na, willst du mich verarschen? Ich dachte eigentlich, wir hätten nur geredet, Minecraft. Wo bin ich jetzt? Ich war in der Wand, Alter. Weißt du was, ich mach noch mal kurz eine Fackel hin. Wir bauen ja doch noch ein bisschen. Was? Achso. Ja, so Dreierloch. Dann kann man nämlich hier mal so reingucken und spinksen, ob alles in Ordnung ist, was man vorher gebaut hat. Finde ich immer ganz hilfreich. Dann geht sich das etwas hier rein. Also ich habe gerade wieder ein paar Lags drin. Und ich habe eigentlich gedacht, bei den letzten Aufnahmen war es zumindest so, vor allem bei der LPT-Aufnahme, dass ich die eigentlich nicht mehr habe. Minecraft lässt mich mal wieder ein bisschen im Stich. Aber so ist es halt. Dramatisch! Ich habe Minecraft beleidigt! Oh. Oh, hoppla. Das ist nichts gut. Habe ich gerade festgestellt. Das müssen wir wohl lassen. Dann würde ich sagen, warum hier auch zu lang? Gehen wir nur bis hier. Warte mal, ich gucke mir das gerade nochmal an. Ich habe aber auch eine Wegweisung hier. Das ist unterste Kanone. So. Alles klar, pass auf. Gut. Das haben wir zu. Wieso habe ich hier nur eine Treppe? Hallo? Aber ich hatte glücklicherweise habe ich noch ein paar Treppen hier gelassen. Oh, 2. Uiuiui. Jetzt haben wir die 3, die uns fehlen. Naja. Ist nicht viel, aber der Mensch freut sich. So. Vielleicht können wir auch hier mal gezielt austreten. Dann bauen wir nämlich mal von hier oben weiter. Soll ja auch nur ein Guckloch werden. Ach, guck mal, haben wir hier Platz. Können wir den noch wegmachen? Das ist die Kohle, die ich die ganze Zeit immer gesagt habe. Ey, das ist Kohle. Oh, Larry Laffer. Du kleine Wutz. Das ist so ein Vorraum. Ja, das passt. Machen wir das noch weg. Und dann können wir hier mal gezielt mal austreten, wenn wir wollen. Schnell geschafft! Ausgetreten! Die Frage, wie machen wir das jetzt? Machen wir das mit Glas? Das Glas wäre cool, das soll ja nur so ein Guckloch werden. Aber dann fände ich natürlich auch geil, wenn wir das hier noch so ein bisschen... So, dann haben wir nämlich eine größere Fläche zum... Ja. Nee, ist klar. Verdammt. Muss ja eh gleich weg. Fällt mir gerade ein. Oh, Entschuldigung. Muss ja eh gleich weg. Also, machen wir das gleich auch noch so. So, symbolisch mache ich das mal so, damit ich dann auch weiß, was hier ist. Ich hoffe, man sieht es jetzt nicht gerade, dass meine Twitch-App für Google Chrome. Oh Mann, ey. Ist das kompliziert. Ist gerade angesprungen. Also, wenn das gleich weg ist, dann hat man eine richtig schöne Fläche, die man gucken kann. Das passt eigentlich ganz gut. Dann machen wir hier vorne das... Machen wir das aus Glas, würde ich sagen. Dann holen wir uns gerade mal das Glas. Tut mir leid, wir müssen noch mal kurz nach hinten. Nach hinten. Hier ist nichts drin, was wir brauchen, ne? Aber wir können natürlich wieder die Kiste leer räumen. Alles mal rüber ins Haupthaus schaffen. Unser eigentliches Lagerhäuschen. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Fläche. Können wir nämlich für Monster-Items droppen. Wenn die droppen, dann Gebrauch hin. So. Hier habe ich nichts drin, ne? An Glas oder so. Die Türen sind auf jeden Fall gleich hilfreich. Sollte ich mir mal merken. Und guck mal, was wir oben noch drin haben. Bei so einer Musik, glaube ich, müsste jetzt draußen eigentlich Nacht sein, oder? Naja, gut. Minecraft vor allen Dingen. Minecraft läuft nicht ganz synchron zur Musik. Aber war ja auch nicht gewollt. So. Zurück ins Haupthäuschen. Ach, ist das schön hier. Ich finde das auch richtig geil, dass in Minecraft das mit dem Eis oben auf den Bergen ist. Ist realistisch auf jeden Fall. Finde ich cool. Da musst du nicht unbedingt zu einer Eislandschaft latschen, um dann irgendwie dir mal Eis zu holen. Ich meine, der Eismann kommt hier eh nicht vorbei. Aber vom Grundsatz her finde ich das toll. Erde. Ich höre jetzt auf. So, Pflasterstein, weil hier müssen wir eh rein. Alter, die Musik macht mich ein bisschen schläfrig. Aber das macht nichts.
Denn ich bin eigentlich topfit. Komm, komm, komm. So, nehmen wir mal so einen 64er-Slot mit. Oder? Glasscheiben? Ist natürlich wieder so eine Frage, die ich nicht beantworten will. Ich glaube, brauchen wir sonst nichts mehr, glaube ich, ne? Nö, ich glaube, wir kriegen gleich die, wie heißt es? Die Leitern zurück. Ja, genau. Nö, dann dürften wir eigentlich alles haben. Boah, sind hier Pilze, Alter. Leider sind mein Problem, hier wächst nur die eine Sorte Pilze. Ich finde auch schade, dass man Pilze sich nicht züchten kann. Also ich sag mal, man baut sich selber so einen feuchten Keller. Verstehst du, was ich meine? Nein, Quatsch. Einen feuchten Keller. Irgendwo. Man sagt irgendwie, das ist der Wasser drumherum oder sowas. Und dann soll wichsen dort die Pilze. Entschuldigung. Oh, was habe ich gesagt? Verdammt. Jugendfrei. So. Wachsen dort Pilze. So, lass uns mal schauen, wie das Ganze aussieht. Wenn wir hier die Glasscheiben hinsetzen. Da ist natürlich jetzt... Bündig wird es anschließend an da. Ich tüftel das mal gerade. Also keine Sorge. Nicht ins Höschen machen. Alles wird gut. Bräuchten wir... Ne, da müssen wir da drauf setzen. Genau. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Weil die sind teuer. Obwohl Glasscheiben geht eigentlich, ne? Aber ich glaube, den finde ich die... Durch Glasscheiben, glaube ich, kann man die auch triggern, oder? Werden wir gleich mal testen. So, jetzt haben wir erstmal hier zugebaut. Wie gesagt, das machen wir gleich noch da vorne in die Ecke weg. Dann können wir im Prinzip... Die Scheißfackel steht noch da. Verdammt. Ist natürlich auch sehr düster, aber so soll es ja auch sein. Doch, kann was werden. Bin also positive Dinge. Klar, ich nehme auf jeden Fall das Schwert zum Leiterklettern. Ich bin auf jeden Fall gut. Warte mal, wo wollte ich jetzt hin? Ach ja, hier runter. Genau. Na, was habe ich denn hier noch alles? Achso, die habe ich noch abgesteckt, die Landschaft. Stimmt. Dann hole ich gerade auch nochmal hier die Fackeln. Bam. Und dann haben wir es doch gleich. Ach, hier habe ich ja mal zwei gemacht. Naja. Ist nicht ganz identisch mit der ersten Monsterfalle, die wir gebaut haben. Achso, das Licht hat noch ein bisschen gebraucht, klar. Das ist eine lange Leitung. Die ich auch manchmal habe. Doch. Oh, ich habe Angst im Dunkeln. So, wollte ich hin. Was wollte ich machen? Genau. Die Frage natürlich, wenn ich jetzt... Wie komme ich dann gleich hoch, wenn ich hier... Bim, bim, bim. Machen wir das mal kurz weg. Na, komm. Machen wir das auch mal kurz weg. Eins, zwei. Boah. Schon wieder Larry Laffer. Was ist denn los heute? Was soll das? Nein. Komm. So, wieder runter. Ich versetze das mal gerade, dass wir gleich keine Probleme haben, da hochzukommen. Außerdem würde ich das gerne mal hier so sehen, wie das aussieht. So, pass auf. Es wird werden. Obwohl, da oben können wir eigentlich lassen. So, müssen wir halt nur einmal rechts rüber. Scheiße. So, aua. Tut doch weh. Verdammt. Also, der Charakter hier hat es echt nicht leicht mit mir. So, ja. Ist nicht schön, aber zweckmäßig. Momentan. So, jetzt können wir hier den Rest noch rausknuspern. Das reicht ja schon. Und wir haben keine... Doch, wir haben noch eine. Ah. Könnte ich uns Essen brechen, ey. Eine Pissleit-Dingens haben wir noch. Glasscheibe. Ja, es ist keine Glasscheibe. Eine Glasscheibe. Scheiße, fehlt uns eine Pissglasscheibe. Ich krieg... Boah. Minecraft. Wie war jetzt nochmal Glasscheiben? Warte mal. Ich mach die zu selten. Ah ja. Mhm. Da kriegen wir nochmal 16. Ja, okay, die gehen eigentlich. So teuer sind die nicht. Und ich glaube, Glasscheiben ist, reichen hier auf jeden Fall aus. Mein Gitterstäbe ist zwar schön für quasi gefängnismäßig, aber wir wollen ja auch ein bisschen gucken. Und ein bisschen fürs Auge basteln. So, jetzt haben wir das quasi, wie wir es wollten. Machen wir das noch weg. Blub. Natürlich auch die Frage, wie komme ich da gleich wieder... Pass auf.
Ich weiß wie. Ich klüppel mich mal hier durch. Und das wird es nicht gehen, glaube ich. Nein, zu früh. Zu früh. Knusper mich gerade mal hier durch, dass wir gleich auch problemlos wieder reinkommen. So. Ja, kann man natürlich auch eine Seitentür einbauen. So hier, weißt du? Habe ich natürlich noch nicht mitgenommen. Können wir machen. Da können wir auch, wenn wir irgendwie, ja, wie sagt man, Wartungen vollziehen müssen. Schön formuliert, oder? Wartungen vollziehen müssen. Achso, ich habe ja gesagt, die Türen sind hier hinten. Ich muss mir selber auch mal zuhören. So. Das heißt, Glas lassen wir mal hier. Brauchen wir gerade nicht. Nein. Doch. Mensch. Wenn wir Wartungen vollziehen müssen, können wir auch mal bequem hier rüber. Ist jetzt alles also alles wunderbar. Das heißt, wir bauen jetzt hier eine kleine Tür ein. Komm doch mal vor die Tür, Kai. Das ist so schlecht. Egal. Schlechte Witze ist oder sind mein Spezialgebiet. Eigentlich haben wir dafür den Runner, aber im Singleplayer-Modus muss ich es selber machen. Ich muss es mir wieder selber machen. So, machen wir da mal zu. Blub. Weil das. Wie Affenarsch hier. So, hoffen wir mal, dass da nie einer auf die Idee kommt, hier durchzugehen. Vielleicht sollten wir die zweite Tür noch einbauen. Türen kosten ja nichts. Zack. Sicherungsraum. Dann macht man die eine zu und kann dann darüber gehen. Wirkt auch ein bisschen realistischer. Also merke so Jurassic Park mäßig. Ich glaube. Was ist denn da hinten? Kann ich das sehen? Achso, ein Erdblock in der Wand. Alles gut. Ja, wir können es mal testen. Würde ich sagen. Wenn es jetzt gerade da draußen nicht. Oh, ja, hier sollte man auch noch zumachen, auf jeden Fall. Da glaube ich, ne? Ja. Ah, ja, hat mir wieder zugehört. So, das wäre natürlich auch schön, hier für Wartungsräume das, oh, ist noch eine Leiter. Das hier auch zu machen. Zack, zack. Muss mich gleich umgewöhnen, dass ich nicht mehr da runtergehen will. Nee, die Idee fand ich jetzt gar nicht so schlecht, dass wir uns Wartungsräume, Zugänge machen. Fand ich gar nicht so doof. Dann sollten wir das aber, glaube ich, mal in dem Bereich sollten wir das hier machen. Otto, wie seht ihr das? Ich glaube, ihr seht es genauso wie ich. Auch wieder zwei Türchen. Und dann springt man hier einmal runter. Zack. Können uns im Prinzip jetzt auch noch eine Stufe hier hinbauen. Ja, können wir auch machen. Warte. Wir wollen ja auch nicht uns da den Knöchel brechen. Pass auf, machen wir gerade schön hier so. Zack. Ja, verteil das noch hier in deinem Inventar, du doof. So, das haben wir. Und dann brauchen wir noch Türchen. Drei Türen kommen da raus, wunderbar. So viel, wie wir auch brauchen. Leitern können wir erstmal auf Seite packen. Ja, es nimmt Gestalt an, auf jeden Fall. So, pass auf. Also, und das ist schön. So, kleine Tür. Vielleicht machen wir das noch so. Und so. Wobei, voll übertrieben. Aber egal. So, geht man hier durch. Und die zweite Sicherung findet dann hier statt. Demnach kann uns also auch da nichts passieren. Was auch noch cool wäre. Fällt mir gerade ein, ja. Das machen wir einfach mal. Upp. Ich weiß ja nicht, wie viele da rauskommen. Hehe. Gut. So, jetzt machen wir hier ein Schild hin und schreiben da noch rein. Warming. Hm? Ganz klar. Warnung. Bissiger Hund. So. So, dass wir wissen, da dürfen wir nicht unbedingt rein. Also dürfen wir schon, aber da sollten wir Vorsicht walten lassen. Zack. Für alle, die das hier nicht verstehen, dass das da hinten ist. Warnung, bissiger Hund, ist witzig. Zwei Türen zur Sicherheit, wo ich mich gerade festklammer. Nehmen wir mal mit. Gehen zurück. So, weil wenn wir nämlich hier dann so da stehen, dann ist es doch ein bisschen düster, jo, ne? Verstehst du? Ja, das ist gut. Das gefällt mir, das macht Spaß. Das macht auch Spaß, das macht so Spaß. So, dann gehen wir hier auch nochmal rein. Moment. Ah, verdammt. So, das machen wir ganz auch nochmal hier.
wollte gerade sagen. Ach, guck mal, hinten draußen ist es. Da können wir mal gucken, wie spät es ist. Ja. Da machen wir oben auch nochmal ein Schild hin. Warnung. Nein. Verdammt. Doppelpunkt. 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 So. Fäkalien fallen von oben. Schade. Fäkalien fallen von oben. So. Kann man nicht unbedingt lesen, aber das ist so grünlich hier auf einmal. Na, wie spät ist es draußen? Aha, immer noch. Okay. Ja gut. Machst du nix, ne? Mähst du nix, wie man Köln sät, und nicht mal den Rasen. Okay. Also habe ich die Tür jetzt unten zugemacht. Ah ja, war doch, klar. War zu, ich habe ja drüber geklebt. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge starten wir da Dinge mal, machen die Monster an und ein bisschen Hund. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut hier. Doch. Minecraft, du hast mich wieder. Hat doch lange genug gedauert. Ich stelle mich mal so hin und warte erstmal auf den Endscreen. Und ich glaube, da hinten sehe ich ihn schon. Da kommt er. Tschüss. Ja, wir kommen sehr gut voran hier in Minecraft. Muss ich schon sagen, also die Monsterfalle, die wächst und gedeiht. Ich befürchte allerdings, dass wir die Fallstation unten, die Auffangstation für bemittelte Monster, etwas niedriger machen müssen. Aber da lasse ich mich überraschen. Wir testen ja in der nächsten Folge mal, wie das Ganze vonstatten geht. Zur Erinnerung, bitte nochmal hier auf diesen Link oben hier klicken auf meine Homepage. Da habt ihr noch die Möglichkeit, irgendwie mir mitzuteilen, was ihr euch in Folge 200 wünscht. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.